Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser In-Situ-Führung im BTV Stadtforum. Aufgrund der Pandemiebestimmungen machen wir diese Führung wieder digital. Wir hoffen allerdings, dass wir bald wieder uns tatsächlich vor Ort treffen können. Ich glaube, das schaut für die nächsten Wochen ganz gut aus. Kurz eine Info zum Programm im Allgemeinen. In situ meint, dass wir zweimal im Jahr internationale Fotografinnen und Fotografen einladen, direkt auf die Region mit ihrer Arbeit zu reagieren. Uns interessiert quasi der Außenblick mit den Augen des anderen auf das eigene zu blicken. Und im Gegensatz dazu laden wir regionale Musikschaffende ein, dann wiederum mit der Ausstellung in Kontakt zu gehen und eine musikalische Arbeit für uns zu gestalten. In diesem Fall wird das heuer oder bei dieser Ausstellung David Bergmüller sein, der zu Bildern der Ausstellung bei gewissen Terminen improvisiert. Und wir haben ein reichhaltiges Vermittlungsprogramm, in dessen Rahmen jetzt auch dieses Gespräch stattfindet. Kurz zur Künstlerin Ros van Haften. Ros van Haften würde man wahrscheinlich ursprünglich als Bildhauerin rezipieren oder vielleicht als Zeichnerin. Sie unterrichtet selbst Zeichnen an der Universität in Arnheim. Aber wenn man ihre Arbeit betrachtet aus unserer Perspektive, könnte man sagen, man hat es mit einer Urform von Fotografie zu tun. Nämlich sie macht tatsächlich Lichtbilder und diese Lichtbilder entwickeln sich nicht in der Dunkelkammer, im stillen Kämmerchen sozusagen, sondern vor unseren Augen auf den Wänden der Galerie. Und wir werden uns nachher auch noch darüber unterhalten. Es ist eine Schule des Schauens, die wir damit ausstellen können. Und ihre Arbeit thematisiert sozusagen neben dem Thema, das sie bearbeitet, die Fotografie an sich. Wie ist Ros van Haften dann auf das Tiroler Vorarlberger Thema gestoßen? Sie hat also von daheim aus recherchiert, was gibt es für Bilder zu Tirol und Vorarlberg und ist auf ein außergewöhnliches Archiv in der Vorarlberger Landesbibliothek gestoßen, 40.000 Bilder eines Postkartenverlags. Und das Besondere dieses Postkartenverlags ist, dass er ursprünglich von zwei Frauen gegründet wurde und das hat sie natürlich in einem besonderen Maß fasziniert. Und heute haben wir den Ururenkel der Gründerin des Verlags, des Ausgangspunktes dieser Ausstellung zu Gast, Markus Barney. Er ist der Ururenkel von Anna Katharina Lentsch, die in Mitte des 19. Jahrhunderts ausgezogen ist mit ihrer Schwester als Wanderfotografin. Ich kenne ihn eigentlich als Historiker. In Vorarlberg würde ich sagen, Markus Barney ist ein bekanntes Mitglied der Johann August Merlin Gesellschaft, die Mitte, Ende des letzten Jahrhunderts in Vorarlberg zentrale Beiträge zur zeitgenössischen Geschichte geleistet hat. Und er ist eigentlich bekannt über seine Biografie, die Erfindung des Vorarlbergers, wo er sich mit Identitätsgeschichte, Identitätsbildung des Landes auseinandersetzt. Er arbeitet beim ORF, ist ein wichtiger Mitarbeiter des Vorarlberg Museums und hat sich intensiv auch historisch mit dieser Geschichte des Verlags Rischlau, mit seiner Familiengeschichte, aber auch mit einer wichtigen Geschichte sozusagen des visuellen Gedächtnisses der Region auseinandergesetzt. Bei unseren Dialogführungen funktioniert es so, dass wir unsere Gäste bitten, fünf Bilder auszuwählen und anhand dieser fünf Bilder steigen wir sozusagen auf Ihre Expertise ein, in diesem Fall die Geschichte von Rischlau. Wir spielen diese Bilder im Laufe unseres Gesprächs ein. Und Markus Barner, ich würde mal damit beginnen, steigen wir direkt in medias res. Du hast dir als erstes Bild die HVLK-Seilbahn ausgewählt. Ja, und zufällig hängt die auch direkt an mir gegenüber. Jetzt, ja, ich habe mir das als erstes Bild ausgewählt und zwar deswegen nicht, weil das Motiv selbst mir besonders viel sagen würde, sondern weil das für mich ein Beispiel war, wie faszinierend das ist, was die Ros van Haften da macht, dass sie nämlich ein Bild mit einfachsten Mitteln reproduziert,
das wirklich staunen lässt und wirklich eine sehr interessante Perspektive eröffnet, weil das, was da auf der Glasplatte liegt und von unten beleuchtet wird, sind de facto irgendwelche Folien, irgendwelche kleinen Gegenstände, die sie irgendwo aufgesammelt hat. Und trotzdem, das, was ich da sehe, ist sozusagen quasi ziemlich nahe am Originalfoto, nämlich die Seilbahn aufs Havelekar, eigentlich eine spektakuläre Aufnahme zwischen Seegrube und Havelekar. Die Innsbrucker kennen das natürlich. Für die Innsbrucker ist es sozusagen ein sehr bekanntes Motiv, eine durchaus spektakuläre auch Skiabfahrt dort oben. Und auf der anderen Seite ist für mich deswegen wichtig, weil es sozusagen auf Innsbruck verweist und die Geschichte dieser Firma Rieschlau, um die es da auch geht, die beginnt ja eigentlich in Innsbruck. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei dieser sehr, sehr speziellen Technik von Roos van Haften. Man blickt auf das Bild und schaut sich ganz normal ein Bild an und gleichzeitig schaut man auf das Making-of des Bildes, nämlich man sieht, wie dieses Bild entsteht auf der Glasplatte. Das ist eigentlich das Faszinierende daran, oder? Dass man sozusagen, also zunächst einmal visualisiert man sich sozusagen die Ansicht, wie man sie von der Ansichtskarte kennt. Also selbst wenn es nicht immer zu 100% scharf ist gewissermaßen, aber man hat sofort das richtige Bild, man erkennt sofort, um was es eigentlich geht und wie die Vorlage eigentlich aussieht. Und wenn man dann aber näher kommt und quasi sieht, aus was das entsteht, dann sind das irgendwelche Gegenstände, von denen man sich eigentlich wundert, wie die zu so einem Bild werden können. Ich habe mir immer gedacht, eigentlich könnte es sich sehr viel leichter machen, weil man könnte etwas ausschneiden und etwas in einem Bastelbedarf kaufen und das dann beleuchten. Das wäre immer noch toll, aber nein, sie nimmt eigentlich Gegenstände, wo man überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass die dann je zu einem Berg werden könnten, zu einer Kirchturmspitze oder zu einem See. Ja, also eine Bleistiftspitze, die zum Kirchturm wird. Oder ich glaube, da bei dieser Havelekar-Bahn ist es die Sicherheitsnadel, an der die Gondel dranhängt. Oder eben irgendwelche so ganz simplen Dinge, Spiralen, Drähte, die sind ja da oft jetzt Seilbahnen und deren Seile sozusagen auf dem Bild sichtbar, aber in Wirklichkeit ist irgendein Draht oder irgendwas, der halt da rumliegt. Also wirklich völlig simple Alltagsgegenstände, die dann in der Visualisierung plötzlich zu etwas ganz anderem werden eigentlich. Man betrachtet sich selbst beim Schauen und es ist ein bisschen so, als ob man in der Dunkelkammer gleichzeitig steht und sieht, wie das Bild aus dem Wasser gezogen wird und dann langsam etwas entsteht und das sieht man da quasi direkt vor Ort. Also das ist wirklich sehr, sehr speziell. Roos van Haften hat uns erzählt, dass sie mittlerweile schon so trainiert ist, dass wenn sie durch die Stadt geht und am Boden irgendeinen Gegenstand sieht, dann sie sich überlegt, was könnte er für einen Schatten werfen. Ja, also das zum Beispiel, ich denke mal, da liegt dann sehr viel Übung oder Probe oder Experiment dahinter, weil im Endeffekt, dass man das weiß, dass daraus dieser oder jene Bild entstehen kann, da muss man ja wahrscheinlich oft probieren. Also ich käme wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee, dass man aus diesem oder jenem solche Bilder erzeugen kann von Häusern, von Gondelbahnen, von Tunneleinfahrten, also Feder oder Muschel sehen wir hier in der Ausstellung, die einen Tunnel oder einen See ergeben oder ähnliches und man staunt ja wirklich, dass das sozusagen zusammenpasst. Und es gibt einem natürlich tatsächlich Stoff zu überlegen, wie Illusion und Realität zusammenhängen. Die Bilder wären an sich schon spektakulär, auch wenn das irgendwelche Motive wären aus der ganzen Welt. Aber es sind eben Bilder, die alle mit Tirol und Vorarlberg zusammenhängen. Und jetzt kommen wir auf diese sehr besondere Geschichte dieser Geschwister Lentsch, die losgezogen sind als Porträtfotografinnen und begonnen hat das in Innsbruck, weil die quasi in Innsbruck mit dieser eigentlich damals spektakulären Technologie der Fotografie in Berührung gekommen sind. Wir reden von den 1850er Jahren, frühen 1850er Jahren. Das ist sozusagen nicht einmal 20 Jahre nach der Erfindung der Fotografie oder damals Daguerreotypie.
sind also circa 15 Jahre lang gab es diese Technik bereits und da waren bereits die ersten Fotografen als Wanderfotografen unterwegs. Und wir reden von den Geschwistern Lentsch und die Geschwister Lentsch sind Mädchen aus einer Bergbauernfamilie im Pitztal, oberhalb von Wenz in einer kleinen Parzelle, wie das damals üblich war, eine Familie mit 12, 14 Kindern. Und natürlich, die Mädchen werden zunächst mal in irgendwelche Berufe geschickt, wo sie als Haushaltshilfen, als Küchenhilfen, als die war in dem Fall sozusagen ein Zimmermädchen in einem Gasthaus in Innsbruck, die eine Schwester, das war die Barbara, und die hat dort eines Tages eben erlebt, wie ein Wanderfotograf sozusagen sein Equipment aufgebaut hat im Innenhof dieses Hotels und dort eine Woche lang quasi die Kunden eingeladen hat, Porträt zu sitzen und ihnen am gleichen Tag dann diese fertigen Daguerreotypien bereits wieder übergeben konnte. Das war damals eine sehr teure Angelegenheit, weil die war mit teuren Materialien, Silber, Brom und so weiter zugange und war Unikate, die quasi auf eine Metallplatte gebrannt waren gewissermaßen. Und das war sozusagen, das konnten sich nur die Wohlhabenden leisten, aber man konnte damit auch offensichtlich gut Geld verdienen. Und das hat dieser Barbara Lentsch offenbar so gut gefallen, dass sie ihre Schwester im Pitztal animiert hat, man könnte doch dieses Handwerk auch lernen und damit auch gut Geld verdienen. Und die beiden sind dann offensichtlich mit dem Floß teilweise auf der Donau nach Wien gereist und haben dort eine Ausbildung als Fotografinnen gemacht. Das war die Barbara und die Katharina. Die beiden aus Wenz im Pitztal, die sozusagen die Ursprünge dieser späteren Ansichtskartenfirma da in Gang gesetzt haben. Ich meine, wenn man sich das jetzt, wenn man sich da zurückversetzt, dann ist das ja in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich, nämlich das ist eine Hightech sozusagen, also eine ganz neue Erfindung. Es geht um Chemie. Es ist irgendwie für jemanden, der aus einem bäuerlichen Umfeld kommt, überhaupt nicht durchschaubar auf den ersten Blick. Und das Zweite, was fast noch unglaublicher ist, ist, dass dann die Praxis der Ausübung dieses Berufs ja bedeutet, dass man herumzieht und als zwei Mädchen, wir reden von Anfang 20-Jährigen, Mitte 20-Jährigen, dann später dann bis 30, die dann durch Europa ziehen, von Gasthaus zu Gasthaus wahrscheinlich, dort nächtigen, das war damals zum Teil wahrscheinlich auch noch gefährlich. Und die haben also dann als Tramperinnen, als arbeitende Tramperinnen diesen Beruf ausgeführt. Das ist eigentlich kaum zu glauben, diese Kombination aus Technik, das, auch das Schwere, das Mittragen und dann allein als Mädchen unterwegs zu sein. Allein waren sie eben nicht, sie sind eben drum zu zweit gewesen. Ja. Und es gibt ja einige Anekdoten über diese Geschichte. Ich weiß nicht, welche davon wirklich wahr sind. Aber es gibt auch die Anekdote, dass sie dann durchaus auch mal in Schwierigkeiten gekommen sind und einmal auch verhaftet wurden, weil sie offiziell immer noch im Ausweis als Dienstmädchen ausgewiesen waren und nicht als Fotografinnen. Das war allerdings kein eingetragenes Handwerk zu dem Zeitpunkt. Aber jedenfalls hat man sie dann irgendwann einmal quasi ihnen gesagt, sie dürften dieses Gewerbe eigentlich gar nicht ausüben. Und es gab also verschiedene Schwierigkeiten bei dieser Arbeit. Sie sind offensichtlich mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, aber immer zu zweit unterwegs gewesen. Laut der eigenen Familienbiografie in ganz Europa, in Osteuropa, in Russland bis in die Türkei. Und das im Normalfall zu zweit und im Normalfall natürlich mit dem gesamten Equipment, mit dem man da arbeiten musste, weil man eben kein fixes Atelier hatte. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Wien eine ganze Menge Ateliers, in denen man sozusagen sich fotografieren lassen konnte, aber eben auf dem Land nicht. Und deswegen waren durchaus einige solche Fotografen, Wanderfotografen kreuz und quer in Europa unterwegs, aber Frauen waren da wohl nur selten dabei. Du hast diese Geschichte erforscht, aber der Beginn dieser Forschung sind eigentlich Erzählungen der Großmutter über ihre Vorfahren. Also wenn man es genau nimmt, ist es so, dass wenn meine Großmutter nicht eines Tages ihre Mutter aufgefordert hätte, diese Geschichte zu erzählen und die feinsäuberlich abgetippt hätte damals mit der Schreibmaschine und dieses Manuskript sozusagen in der Familie weitergegeben wurde,
dann wüssten wir überhaupt nichts darüber. Wir wüssten sozusagen, dass es die Firma Rieschlau in Bregenz gab und wir wüssten, dass die vorher irgendwo in Sigmaringen waren und dass sie ursprünglich aus Tirol stammen, aber das wäre es dann wahrscheinlich. Aber meine Großmutter war eben sozusagen wiff genug zu sagen, das sollte man der Nachwelt erhalten und hat sich diese gesamte Geschichte von ihrer Mutter erzählen lassen. Wobei man dazu sagen muss, das war dann auch schon quasi aus zweiter Hand, weil die hat quasi nur wiedergegeben, was ihre Mutter, das war diese Katharina Lentsch, im Lauf der Jahre alles so erzählt hat über diese Abenteuer in ihren jungen Jahren. Was davon wirklich stimmt und was nicht, können wir natürlich schwer überprüfen. Wir vertiefen das gleich weitergehen, aber jetzt zum zweiten Bild, nämlich du hast dir die Nordkette ausgesucht. Ja, die Nordkette habe ich mir eigentlich deswegen ausgesucht, weil es einfach ein Motiv ist, das mir jetzt sozusagen als Motiv etwas sagt. Also es geht jetzt weniger um das Kunstwerk, sondern eigentlich um das zugrunde liegende fotografische Motiv, weil das einfach so eine typische Geschichte ist für die Entwicklung des Tourismus unter anderem, aber auch der Architekturgeschichte. Es war eine der ersten Seilbahnen in Österreich. Es war eines der berühmtesten architektonischen Werke damals von diesem Franz Baumann, der diese Stationen gebaut hat oder geplant hat. Und ich habe natürlich dazu noch so die Assoziation mit den moderneren Gebäuden von der Zaha Hadid, die sozusagen da quasi im 20. oder 21. Jahrhundert sozusagen daran anschließt dann. Und ich fand das Motiv interessant, also erstens, weil ich einen Bezug dazu habe zu dieser Geschichte, aber deswegen auch, weil mir jetzt beim näheren Betrachten eigentlich erst aufgrund dieser Ausstellung aufgefallen ist, dass natürlich das sehr wichtig ist, dass da eine Gondel hängt außerhalb von diesem Gebäude und damit sozusagen auch eine Bewegung imaginiert in diesem eigentlich starren Bild. Weil das Ding hängt ja nicht den ganzen Tag da, sondern das bewegt sich eindeutig dann weiter. Und deswegen, ja, das war das, was mich interessiert hat und was mir gefallen hat an diesem Motiv. Wir nehmen die Gondel zum Anlass, über die Wanderung von diesen zwei Fotografinnen zu sprechen. Als Historiker, wenn man das denn recherchiert, dann hat man eigentlich fast denn nur die Möglichkeit, in diesen Orten versuchen, alte Zeitungen zu finden, um auf Inserate der beiden Fotografinnen zu stoßen. Also ich muss es noch dazu sagen, ich bin eigentlich ausgebildeter Politikwissenschaftler, habe mich aber viel mit Geschichte beschäftigt, bin aber nicht Historiker, nicht, dass da sozusagen die akademischen Historiker dann ein Problem hätten. Aber ja, es ist sehr schwierig sozusagen Spuren zu finden und der Ansatz war natürlich, dadurch, dass ich diese Familiengeschichte kannte, bin ich natürlich hergegangen und habe jetzt sozusagen recherchiert, ob es irgendwelche Spuren gibt. Und tatsächlich die einzigen Spuren, die man finden kann, sind Zeitungsanzeigen, Zeitungsannoncen, die diese Frauen regelmäßig aufgegeben haben an den Orten, an denen sie erschienen sind. Und da stand dann drin, meistens K. Lentsch oder Geschwister Lentsch, also sie haben sich selten deklariert als Frauen bei der ganzen Geschichte, sind in den nächsten zwei Wochen hier und hier im Gasthaus so und so anzutreffen und bieten Fotografien an und damals dann schon in neueren Techniken, also mit Wachspapier oder Papier oder Glasplattenfotografien, also sprich billiger, leichter transportabel, vervielfältigbar auch. Also die haben dann sozusagen schon mit den neueren Methoden gearbeitet. Aber diese Anzeigen, die gibt's, die tauchen hin und wieder irgendwo in Zeitungen auf. Wobei dadurch, dass wir sozusagen von hier aus die Recherchemöglichkeit bezieht sich auf die Nationalbibliothek und das dortige Zeitungsarchiv. Und das reicht nur quasi bis nach Zagreb, aber es gibt aus Zagreb zum Beispiel und damals Agram Anzeigen, wo die Geschwister Lentsch ihre Dienste angeboten haben und reicht dann über den gesamten deutschsprachigen Raum hinaus. Es waren zu der Zeit einige Wanderfotografen unterwegs. Die beiden Mädchen sind quasi den Zentren eher ausgewichen, sind in Kleinstädte gegangen, aber sind eigentlich durch fast ganz Südosteuropa
gereist. Das ist zumindest das, was in dieser Autobiografie meiner Urgroßmutter quasi wiedergegeben wurde. Ich kann es nicht wirklich nachprüfen, weil ich den Zugang auch nicht habe zu Zeitungen in Bulgarien. Sie sollen eben unter anderem in Bulgarien gewesen sein oder in Rumänien. Aber ich habe sozusagen zumindest belegen können, also zeitlich ab wann das losging, ab 1856 haben sie ihre Dienste angeboten in Europa. Und ich habe dann verschiedene Stationen über die Schweiz bis nach Süddeutschland nachvollziehen können, wo sie also eindeutig waren und eindeutig sozusagen sich angeboten haben mit ihren Diensten als Fotografinnen. Die sind mit ihrer Arbeit eigentlich die Nachfolge der Porträtmalerei. Das war quasi nur der Oberschicht vorbehalten, weil das natürlich sehr viel Zeit gekostet hat und teuer war. Und da war es dann plötzlich möglich für, sagen wir mal, eine bürgerliche Gesellschaftsschicht, sich porträtieren zu lassen. Ja, das geht dann schon relativ bald auch, ich sage jetzt, in eine Mittelschicht hinein, wo es dann eben etwas günstiger wurde und die Techniken etwas einfacher wurden und eben die Vervielfältigungsmöglichkeiten entstanden sind. Mhm. Da geht es dann sozusagen, natürlich war das quasi eine einmalige Aktion, dass die ganze Familie sich dahingestellt hat und porträtiert wurde und sich ein Porträtfoto machen lassen haben, aber es fängt schon relativ früh an, dass es sozusagen auch eine Geschichte ist, die nicht nur die oberste Schicht sozusagen anspricht. Und wo, ja, das war sozusagen eine richtige, ein festlicher Anlass gewissermaßen. Mhm. Das hat man ja auch meistens gemacht, anlässlich einer Hochzeit, einer Kommunion, einer ich weiß nicht was, dass man solche Familienporträts sich produzieren lassen hat. Und die waren tatsächlich unterwegs zunächst mal auf eine Art und Weise wie früher die Porträtmaler. Mhm. Also es waren auch die ersten, die die Daguerreotypie verwendet haben, waren ehemalige Porträtmaler oder die haben beides gleichzeitig gemacht eigentlich. Mhm. Die haben inseriert, ich porträtiere sie, wenn sie wollen, als Gemälde, wenn sie wollen, als Daguerreotypie. Mhm. Das war ungefähr auf der gleichen Ebene. Und wie es dann häufig der Fall ist, nach der Wanderung, nach der nomadischen Phase sozusagen, gibt es dann einen Moment, wo sich die Schwestern dann niederlassen. Also, jetzt muss man mal dazu sagen, in dieser Familienbiografie, Legende, wie auch immer, heißt es, dass im Laufe der Zeit 9 Geschwister aus dieser Familie das Fotografenhandwerk gelernt und angewandt hätten. Ich halte das zumindest teilweise für eine Legende, zumindest kann ich es nicht überprüfen oder nachweisen, dass es stimmt. Nachweislich waren es 2, die wirklich zu Profifotografen wurden, die Katharina Lentsch und der Anton, der kleine Bruder, der dann irgendwann in Salzburg ein Atelier aufgemacht hat, das wirklich sehr klar dokumentiert ist. Dann gibt es die Barbara, die mit ihr zusammen das Handwerk gelernt hat. Die taucht aber dann in den 1860er Jahren wieder in Innsbruck auf, und zwar mit einem Haushaltswarenladen. Also sie hat offensichtlich aufgehört. Und zur selben Zeit sieht man die Gründungsanzeige eines Ateliers in Sigmaringen in Süddeutschland, der Katharina Lentsch. Das heißt, die haben sich offenbar getrennt. Und die eine hat tatsächlich ein eigenes Atelier gemacht und wurde sozusagen quasi sesshaft. Hat dort auch geheiratet, aber hat erst nach 2 Jahren die Firma umbenannt auf den Namen ihres Mannes, der eigentlich Schuhmacher war von der Ausbildung her und den sie offenbar umgeschult hat zum Fotografen. Und die dortigen Archivare, mit denen ich gesprochen habe, vermuten schon, dass es der Grund war, dass sie als Frau nicht immer sozusagen entsprechend erfolgreich war, wie wenn sie einen Männernamen auf der Firma gehabt hätte. Dieses Sigmaringen ist so ein Ort, in dem die fürstliche Familie der Hohenzollern ihren Stammsitz hatte. Und da ist sozusagen so eine adelige, fürstliche Gesellschaft, die da relativ wichtig war auch für diesen und deren Umfeld, die wichtig war für das Fortkommen in so einem Metier. Und da war das offensichtlich dann besser. Man hatte einen Männernamen drauf und das war Ferdinand Back, hieß dann die Firma von da an. Ja. Wir gehen zum dritten Bild, nämlich das ist ein Bild, wo ein Hotel abgebildet ist darauf. Ja, da geht es um Gargellen im Montafon und dort sieht man allerdings im Hintergrund ein schönes, altes
Grand Hotel, kann man sagen, das Hotel Madrisa, das war eigentlich das allererste solche Hotel, das in Vorarlberg entstanden ist, das sozusagen nach diesen Vorbildern der großen Hotels in der Schweiz, in St. Moritz und dergleichen gebaut wurde. Und es ist sozusagen quasi irgendwie abgebildet der Beginn des Tourismus in Vorarlberg. Also dort im Montafon war einer dieser Orte, wo der Tourismus langsam groß geworden ist. Man sieht auf diesem Foto, dass es damals im Grunde nur 4, 5 Häuser gab in Gargellen. Also es gibt außer dem Hotel im Hintergrund noch ein zweites. Das ist die heutige Heimspitze, das Hotel. Man sieht nicht dieses abscheuliche Apartment-Hotel, das heute diesen Ort dominiert in der Mitte, sondern man sieht im Vordergrund einen Skilift auf der Originalfotografie mit vielen Menschen, die dort an einem Schlepplift irgendwie zugange sind. Naja, und das ist ein Bild, das sozusagen auch typisch ist für dass man jetzt auch mit touristischen Motiven arbeitet und nicht mehr nur mit einzelnen Porträtfotografien. Nämlich Anna-Katharina Lentsch zieht dann nach Bregenz und das Geschäft geht dann von der Porträtfotografie, die nach wie vor weitergeführt wird, langsam wandelt es sich dann auch in Richtung Tourismusfotografie. Ja, wobei die Porträtfotografie doch recht lange eigentlich das dominierende Metier war noch immer. Die sind 1885 von Sigmaringen nach Bregenz umgezogen. Diese Anna Katharina ist inzwischen Witwe. Also dieser Ferdinand Back ist genau in diesem Jahr gestorben, 1885. Vermutlich ist sie deswegen auch mitgezogen mit ihrer Tochter, weil die eigentliche Firmengründerin in Bregenz war dann ihre Tochter, die Ida, damals Back, und die hat einen Wilhelm Lau geheiratet, der war auch Fotografenmeister aus Lindenberg im Allgäu. Den hat sie kennengelernt im Zuge ihrer Ausbildung zur Fotografin, die hat nämlich auch eine Fotografieausbildung gemacht, die Tochter. Und diesen Wilhelm Lau und diese Ida haben sozusagen beschlossen, dass sie nach Bregenz ziehen, weil sie gehört haben, dass dort durchaus noch Möglichkeiten gäbe, quasi in diesem Metier etwas Neues aufzubauen. Es gab schon in Bregenz die Fotografen Immler, Högler und so weiter, aber es war eben doch durchaus noch Platz für Neue. Und diese Ida und ihre Schwester Bertha und ihre Mama Katharina und ihr Mann Wilhelm Lau, die sind nach Bregenz gezogen und das war der Beginn der Firma Rieschlau de facto, weil die haben sich dort das Haus und das Atelier bauen lassen. Und das war natürlich zunächst mal ein Atelier, das primär auf Porträtfotografie spezialisiert war. Man findet nicht in dieser Sammlung in der Landesbibliothek, aber sozusagen außenrum in verschiedenen anderen Sammlungen noch sehr viele Porträts, die mit Wilhelm Lau sozusagen signiert sind. Und diese Postkarten, Ansichtskarten, Tourismusfotografie, die kam dann 15 Jahre, 20 Jahre später so langsam erst auf. Also um die Jahrhundertwende, um 1900 rum, beginnen sie auch Postkarten zu produzieren in größeren Auflagen. Am Anfang findet man Fotos vom Bodensee, von Bregenz, Stadtansichten, die offensichtlich für Touristen, die nach Bregenz gekommen sind, verwendet wurden. Wobei man muss jetzt dazu sagen, Touristen, die nach Bregenz Postkarten geschickt haben, waren damals mitunter welche, die aus dem Bregenzer Wald kamen und 2 Tage in Bregenz verbracht haben und nach Hause geschrieben haben. Also Tourismus hieß nicht unbedingt, dass man unendliche Strecken zurückgelegt hat. Aber jedenfalls fangen sie an, dort in dieser Zeit so Postkarten zu produzieren, Ansichtskarten zu produzieren, die man sozusagen auch in größeren Auflagen verkaufen kann. Aber das war ein ganz kleines Nebengeschäft im Vergleich zu dem nach wie vor dominierenden Porträtfotografiegeschäft. Ich würde gerne noch ganz kurz auf das Thema Frauen und Frauen als Führungskräfte oder Frauen als Unternehmerinnen zurückkommen. Das ist ja wirklich außergewöhnlich in eurer Familie, dass eben dann über mehrere Generationen die Frauen das Geschäft führen, obwohl immer wieder Männer einsteigen. Man ist auch immer wieder nach den Männern benannt. Eine witzige Geschichte, die du mir erzählt hast, als wir im Zug hergefahren sind, dass ein Mann sich dann irgendwie nicht besonders gut angestellt hat und die Chefin, die Frau, also seine Ehefrau, hat ihm dann ein Gasthaus gekauft, damit er da wirten kann. Das war die Katharina. Also das war in Sigmaringen bereits.
Also der Ferdinand Back, eben dieser gelernte Schuhmacher, den sie umgelernt hat sozusagen zum Fotografen, hat sich offenbar nicht sehr bewährt in dem Fotografenhandwerk. Jedenfalls haben sie aber trotzdem gut Geld verdient und sie konnte ihm ein Gasthaus in Sigmaringen kaufen, das er dann sozusagen als Wirt betrieben hat. Aber offensichtlich heißt es jedenfalls dann in dieser Autobiografie, war er sein bester Kunde und hat sich sozusagen zu Tode getrunken. Sie ist dann allein geblieben. Ein ähnliches Schicksal, aber nicht so tragisch, hatte die Ida Lau, weil deren Mann ist auch schon nach wenigen Jahren gestorben, allerdings an einer Krankheit, also sozusagen nicht an einem entsprechenden Lebenswandel. Aber jedenfalls kaum hatten die in Bregenz dieses Atelier gegründet. Ein paar Jahre später ist der Wilhelm Lau schon gestorben und sie musste dann allein, aber mit ihrer Mutter und ihrer Schwester gemeinsam den Betrieb weiterführen. Dann ist die Mutter auch noch gestorben, die Katharina, und dann waren quasi die Schwestern allein, haben dann aber einen Gehilfen angestellt, auch einen Fotografen namens Karl Riesch. Und dann hat die Katharina diesen Karl Riesch geheiratet und dann haben sie die Firma auf Riesch Lau umbenannt, haben also sozusagen den Namen des ersten Mannes behalten, weil das war schon gut etabliert inzwischen, und haben den neuen Namen dazugegeben vom zweiten Mann, der Ida Lau, Ida Riesch. Das Interessante ist ja, wenn man jetzt quasi unbedarft wäre und die dahinterliegende Geschichte nicht kennt, dann würde man quasi dauernd Männernamen finden in den Dokumenten, wenn man historisch recherchiert, ja, und könnte glauben, dass es da irgendwie tolle Pioniere gegeben hat, die da die Fotografie etabliert haben. Und in Wirklichkeit ist es ein Geschäft, das ganz, ganz klar von Frauen gegründet und sehr erfolgreich aufgebaut worden ist. Das ist allerdings eine sehr typische Geschichte, weil sie hat was zu tun mit den rechtlichen Verhältnissen, die ja im Grunde in Österreich sozusagen noch bis in die 1970er Jahre so waren, was sozusagen die Haushaltsvorstände und dergleichen betrifft und auch die Genehmigung für Ehefrauen zu arbeiten. Bis in die 1970er Jahre musste man ja in Österreich sozusagen als Frau die Genehmigung des Mannes haben, damit man selbstständig arbeiten durfte. Und damals war es definitiv so, dass wenn es ein Mann und eine Frau sozusagen ein Gewerbe betrieben haben, dann ist der Mann quasi in den Büchern gestanden und die Frau ist überhaupt nicht vorgekommen, selbst wenn in Wirklichkeit sie die Geschäftsführerin war und er quasi nur der Strohmann. Das ist quasi ein historisches Problem und auch für viele Historikerinnen und Historiker heutzutage ein großes Problem, dass die Frauengeschichte quasi in den Dokumenten so nicht vorkommt. Ja. Ja, und weiter geht es dann mit der Familie, dass es wirklich expandiert, dieses Feld. Nämlich es kommen die Postkarten dazu, es werden Tourismusprospekte auch fotografiert und es wurden sogar Filme produziert. Ja, das war dann der nächste sozusagen, die nächste Generation. Das war aber dann sozusagen die erste männliche Generation, die wirklich aktiv und selbstständig war. Nämlich der Sohn von dieser Ida Riesch mittlerweile, das war der Karl Riesch, also wieder ein Karl, aber diesmal mit K. Der war der Geschäftsführer von 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich bis 1957. Und das war ein sehr aktiver, sportlicher, gut vernetzter Mensch, der in allen möglichen Bereichen versucht hat, jetzt sozusagen für diese Firma neue Geschäftsfelder zu finden. Und der hat dann in den 1930er Jahren auch angefangen, Filme zu produzieren. Sie haben auch angefangen, zu dem Zeitpunkt Geräte zu verkaufen. Also sie haben auch Fotoapparate verkauft, Filme verkauft, Filmapparate verkauft. Diese ersten 8mm Kameras haben sie sozusagen propagiert, haben sie importiert und haben sie propagiert und verkauft und haben aber, um das so zu verkaufen, auch Musterfilme selber produziert. Und unter anderem auch Tourismusfilme, Werbefilme für den Tourismus, die dann vom Fremdenverkehrsverband sozusagen in Auftrag gegeben wurden. Und dieser Karl Riesch hat eben auch die ersten Tourismus-Werbefilme über Vorarlberg produziert. Wir kommen zum vierten Bild, nämlich du hast ein Bild der Gemeinde Wart ausgesucht. Und da sieht man auch wieder die Meisterschaft von Ros van Haften, wie sie ganze Gemeinden darstellen kann. Das Einzige, was sie nicht tut, ist Menschen nachzubilden, aber sonst kann sie bis in technische Details
von Viadukten hineingehen oder eben Kirchtürme darstellen oder so, ist wirklich außergewöhnlich. Das war auch wieder so ein Motiv, wo ich eben ausgesucht habe, weil mir die, also das Kunstwerk hier gut gefallen hat. Da ging es weniger jetzt um das zugrunde liegende Motiv, sondern es war einfach faszinierend zu sehen, wie sie es schafft, da diese Schatten und diese Landschaft sozusagen nachzubauen mit so primitiven Mitteln und ein ganzes Dorf, das aus einem Kirchturm besteht und 5, 6 Häuschen. Also das war das, der eine Aspekt, was mich daran interessiert oder fasziniert hat an dieser Aufnahme. Und auf der anderen Seite war natürlich jetzt schon interessant, jetzt geografisch gesehen ist die Aufnahme aus Tirol gemacht worden. Also das Wart liegt ja in Vorarlberg, aber die Aufnahme wurde in Lechleiten, also im Nachbarort im Lechtal gemacht, hinüber nach Vorarlberg. Und sozusagen das symbolisiert ein bisschen auch quasi das Ausgreifen über die Grenzen von Vorarlberg und dass die Firma, die sich dann langsam sozusagen ausgedehnt hat, auch wieder zurück nach Tirol, wo ja die Ursprünge sozusagen lagen. Wie hast denn du das eigentlich dann als Kind des letzten Geschäftsführers wahrgenommen? Also wie ist deine Biografie verbunden quasi mit den Ausläufern dann dieser Verlagsarbeit? Also die Ansichtskarten selber waren für mich irgendwie nie ein besonders bemerkenswertes Ding, mit dem ich mich näher beschäftigt hätte. Also da haben sich eigentlich meine Schulfreunde eher damit beschäftigt, weil es gab Freunde von mir, die mit der Zeit dann draufgekommen sind, dass es bestimmte Elemente in solchen Ansichtskarten gab, die immer wieder aufgetaucht sind. Zum Beispiel eine Gruppe von Kühen, die irgendwie standen und saßen und die auf mehreren Karten aus unterschiedlichen Orten wieder aufgetaucht sind. Die hießen dann im internen Sprachgebrauch die Rieschlau-Wanderkühe, wo offensichtlich quasi hineinproduziert worden sind in diese Ansichtskarten. Das war sozusagen jetzt mein Zugang zur Ansichtskarte, dass die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ansonsten, was die Firma selber betrifft, habe ich schon sehr früh in der Firma Ferial gearbeitet und sozusagen Ansichtskarten sortiert beziehungsweise irgendwie für Kunden zusammengestellt, die verschiedenen Bestellungen. Und ich war mit meinem Vater mehrmals öfters auf Geschäftsreise, sowohl zu irgendwelchen Geschäftsfreunden im Ausland, in Italien, Frankreich, wo er auch zusammengearbeitet hat mit Verlagen oder in Wien, aber speziell auch natürlich zu den Kunden hier in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, wo er regelmäßig solche Touren gemacht hat, wo er Kunden besucht hat, sie nach ihren Wünschen gefragt hat, mit ihnen irgendwie im Gespräch geblieben ist, was sie brauchen, wo Motive sind, die sie eigentlich auch noch haben sollten und halt irgendwelche Geschäftsbesprechungen. Und ich war als kleiner Bub halt mit dabei, wo wir da durchs Lechtal und die Seitentäler des Lechtals und Außerfern und dann ins Zillertal und Hintertux und ich weiß nicht, wo überall rumgefahren sind. Und ich all dieses Zeug dann, alle diese Gegenden irgendwann einmal kennengelernt habe, auf Kundentour mit meinem Vater. Ich meine, die Hotspot des Verkaufs waren damals wirklich kraftvoll gut gehende Kioske, wie zum Beispiel in St. Christoph. Ja, also das war, ich glaube, das war überhaupt der beste Kunde meines Vaters, war der Kiosk direkt auf der Passhöhe von St. Christoph am Albergpass zwischen Tirol und Vorarlberg, weil dort offenbar jeder Bus und jedes Auto stehen geblieben ist, um festzustellen, wir überschreiten jetzt da irgendwie den Albergpass, was daran besonders ist, weiß ich nicht. Vermutlich, weil es auch eine Wasserscheide ist, eine europäische oder sonst irgendein Grund, wird es schon gehabt haben. Aber jedenfalls, da sind alle ausgestiegen und sind alle dort zu dem Kiosk gegangen und haben offensichtlich alle Ansichtskarten gekauft. Jedenfalls dort war ein unglaublicher Umsatz offenbar. Und das war an diesen Hotspots, wo sehr viele Leute quasi ausgestiegen sind und sich ein Souvenir gekauft haben. Und eines der Souvenirs waren natürlich Ansichtskarten. Ja, du hast dich intensiv mit Identitätsgeschichte beschäftigt. Das ist jetzt sozusagen ein praktischer Vorgang, wie Identität entsteht. Nämlich, wir stellen uns jetzt einen niederländischen Urlauber vor, Urlauberin, die kauft eine Postkarte, sucht ein Motiv aus, wo sie meint,
das habe ich erlebt und das möchte ich mitteilen an meine Verwandtschaft in Amsterdam und schreibe dann diese Postkarte. Und so entsteht dann das Bild der Vorarlberger Tiroler alpinen Landschaft in einem anderen Land. Ja, aber das machen wir ja auch, oder? Also wenn wir irgendwo im Ausland sind und irgendwo sind und wir wollen näher zu Hause zeigen, wie es da aussieht, dann nehmen wir auch die typischen Motive sozusagen, wo wir das Bild haben, so schaut es dort oder sollte es ausschauen, auch wenn es heute vielleicht nicht so aussieht gerade. Aber wir nehmen natürlich auch die ikonografischen sozusagen Aufnahmen, um sie nach Hause zu schicken oder solange wir noch Ansichtskarten geschrieben haben. Und so umgekehrt ist natürlich genauso. Da werden Bilder erzeugt, die sich gewissermaßen reproduzieren. Das heißt sozusagen, der Fotograf nimmt natürlich dann auch das auf, was er weiß, was die Leute unbedingt sehen wollen. Und die Leute kaufen das, wo sie sozusagen das Bild haben, so müsste das eigentlich ausschauen. Und die, die zu Hause die Karten kriegen, die haben natürlich dann dieses Bild von mitunter auch durchaus idealisierten Landschaften und Orten, die damit sozusagen auch schmackhaft machen könnten. Man könnte dort auch mal hinfahren. Insofern hat Rischlau ja einen enormen Beitrag zum visuellen Gedächtnis und auch zur visuellen Botschaft der Region beigetragen. Und logischerweise, du hast es schon angedeutet, fotografieren die dann natürlich nicht, sagen wir mal, das Elend von einer 12-köpfigen Bauernfamilie, denen die letzte Kuh im März weggestorben ist, weil sie zu wenig Heu gehabt haben, sondern das erhabene Motiv eines fantastischen Berges und die pittoreske Landschaft mit dem Kirchtürmchen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem, Gewerbefotografen und einem Künstler. Dass der eine sozusagen die Oberfläche abbildet und der andere hinter die Kulissen schaut. Aber ja, das ist selbstverständlich so, dass das sozusagen quasi die Aufgabe nicht ist, Realität abzubilden, sondern im Grunde eine Illusion. Genau. Wir kommen zum allerletzten Bild. Du hast das Silvretta Hotel ausgewählt. Wenn man das genau betrachtet, ist es auch verblüffend. Es gibt ein kleines Nebengebäude, das mit einem Schwämmchen dargestellt wurde von der Ros van Haften. Also ihr ist es ganz wichtig, dass das eben gefundene Materialien sind, dass das eben, dass die Materialien wie beiläufig ausgewählt sind, dass es diesen Abstand gibt zwischen dem, was der Gegenstand ist und dem, was er dann darstellt. Und tatsächlich schafft sie es, ein Bild, das viele von uns in situ kennen, also vor Ort kennen, ganz mir nichts, dir nichts dahin zu produzieren, nämlich ein sehr präzises Bild von einem großen Hotel in den Alpen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das wieder auch so ein typisches Bild ist, das eigentlich in Wirklichkeit für die Besucher der Bieler Höhe so gar nicht nachvollziehbar ist. Also jetzt sowieso schon nicht mehr, weil das Hotel gibt es ja schon lange nicht mehr. Das wurde ja dann gesprengt in den 90er Jahren und durch ein sehr schönes neues Gebäude ersetzt. Aber auch damals, wo dieses ursprüngliche Motiv entstanden ist, man sieht im Vordergrund auf dem ursprünglichen Motiv auch ein Schiff auf dem Silvretta-See fahren, das sozusagen da so eine Ausflugsfahrten gemacht hat im Sommer. Aber die Perspektive, aus der das Foto gemacht wurde, die gibt es eigentlich gar nicht sozusagen. Die kann man nicht nachvollziehen. Also die müssen entweder selber auf dem Schiff unterwegs gewesen sein oder ich weiß nicht einmal, wie das wirklich gemacht wurde, weil eigentlich stehen sie quasi mitten im See. Und allein das fand ich schon wieder interessant, wie sehr da sozusagen Perspektiven erzeugt werden, die eigentlich real gar nicht existieren würden, wenn man als Besucher dort rüberläuft. Also man konnte zwar über die Staumauer laufen, aber danach war dann sozusagen Ende. Und so mitten auf dem See zu stehen, wie die in diesem einen Motiv, ist eigentlich gar nicht möglich. Aber natürlich war es da auch wieder sozusagen die Faszination, wie das nachvollzogen wurde. Dieses Schwämmchen ist übrigens eine Garage, habe ich jetzt gesehen auf der Originalpostkarte, die direkt unter dem Hotel war. Aber dieses Hotel war sozusagen, ich sage jetzt so, ein absolutes Prestige-Geschichte, auch für die Entwicklung des Tourismus dort. Aber im Grunde auch für die Repräsentanz dieser Firma, der Vorarlberger Illwerke, denen hat es ja gehört, dieses Hotel. Und die haben damals mit der Silvretta Hochalpenstraße sozusagen auch eine sehr, sehr attraktive Strecke gebaut in den 1950er Jahren
und haben dann oben dieses große Hotel dahingestellt. Also auch das ist sozusagen so eine Ikone des, der Entwicklung des, des Tourismus. Aber diese Verbindung auch zwischen sozusagen einer wirtschaftlichen Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft und dem Tourismus, weil die haben sozusagen nebenher so touristische Infrastruktur gebaut, obwohl ihr Kerngeschäft ja eigentlich die Stromerzeugung war. Und deswegen war das für mich jetzt einfach so inhaltlich eigentlich ein interessantes Motiv auch. Ich glaube, dass es für eine jüngere Generation verblüffend ist, diese Bilder zu betrachten, weil es eine Art Stolz oder Verherrlichung von Technologie, von Überwindung auch von Natur es eigentlich gibt. Also es gibt ja fantastische Postkarten von Tunnels, von Autobahnen, von Hochhäusern. Und dieses Silvretta Hotel ist ja auch eigentlich ein massiver kultureller Eingriff in die Wildnis, eine Überwindung quasi des Wilden. Und damals war das noch ein Triumph. Heute würden wir das doch mit einem gewissen Stirnrunzeln wahrnehmen. Ja, aber das Interessante ist ja schon auch, dass auf vielen dieser Motive nicht die Landschaft allein relevant ist. Also es sind nicht die Berge allein. Es gibt ja kaum ein Motiv, auch über die wir jetzt heute geredet haben, wo nur ein Berg dasteht sozusagen. Sondern das Interessante ist schon die Verbindung zwischen Technik und Berg. Also die Seilbahn ist ja wichtig, damit ich sozusagen den Berg nicht nur vom Tal aus sehen kann, sondern damit ich auch da mal selber hinaufkomme. Und das wird natürlich damit auch transportiert. Und das Hotel steht mitten da oben auf 2000 Meter. Daneben ein Stausee, der ja auch künstlich geschaffen wurde. Und selbstverständlich ist sozusagen immer die Verbindung zwischen Natur und der Möglichkeit, diese Natur direkt vor Ort zu erfahren mit relativ bequemen Mitteln. Man kann mit dem Auto rauffahren, mit der Seilbahn rauffahren, man kann oben im Hotel übernachten. Also sozusagen, da wird immer beides gleichzeitig transportiert, so quasi die schöne Landschaft mit den Bequemlichkeiten, die man als Tourist sozusagen da erfährt. Und die Faszination für die Technik kommt dazu. Also die, es gibt ja auch Postkarten, die hier in der Ausstellung sind, von der Flexenstraße. Diese Flexenstraße, die gilt ja als architektonisches Meisterwerk sozusagen, die auch eine gewisse Faszination hat, dass man da mitten in so einen steilen Berg, in so eine Galerie hineingebaut hat und damit sozusagen das leicht zugänglich war, dieses sehr, sehr ursprünglich mal abweisende Gebirge. Und insofern, ja, das wird immer auch mittransportiert sozusagen, die Landschaft gleichzeitig sich untertan zu machen. Ne? Kommen wir noch kurz zur Firmengeschichte zurück. Was würdest du sagen, wann war eigentlich dann der Höhepunkt quasi dieser Firma Rischlau? Wo hat sozusagen das Geschäft richtig gebrummt und all diese Elemente, Tourismus, Postkarte, Ladenlokale, Buchproduktion, Filme sind zusammengekommen und haben eigentlich auch einen Wohlstand auch erzeugt für das Unternehmen und für die Familie? Also wenn ich es richtig sehe, soweit ich es überhaupt nachvollziehen kann, weil ich habe mich jetzt mit der sozusagen finanziellen Firmengeschichte nie näher beschäftigt, aber ich habe es wahrgenommen sozusagen oder am eigenen Leib gespürt gewissermaßen, dass ich in einer offensichtlich recht wohlhabenden Familie aufgewachsen bin. Und ich würde sagen, dass tatsächlich in den 60er Jahren, also quasi in der Boomzeit des Tourismus, auch die große Boomzeit der Firma war, wo wirklich das Geschäft richtig gut gelaufen ist und wo richtig große Absätze waren. Es ist allerdings dann in den 80er Jahren zunehmend schwieriger geworden. Es ist mit der Farbfotografie zunehmend schwieriger geworden, weil die Farbfotografie sozusagen für die Herstellung der Postkarten, also für den Druck der Postkarten, viel höhere Auflagen erfordert hat, damit es sich rentiert. Und das Problem war dann, dass man sozusagen Auflagen von 5000 Karten aufwärts machen musste, damit das überhaupt sich gerechnet hat. Und 5000 Karten aufwärts, die konnte man in so einem kleinräumigen Gebiet relativ schwer an bestimmten Orten überhaupt noch absetzen. Das heißt, man hat müssen das Geschäft diversifizieren mit anderen Geschäftsfeldern, mit Hotelprospekten oder mit Fotobüchern oder mit ähnlichem Ding. Aber das war alles eigentlich in einem Bereich, wo sozusagen die Möglichkeiten hier in Westösterreich nicht wirklich ausgereicht haben, um damit noch richtig gut ein Geschäft zu machen. Also das war sozusagen, also aus meiner Sicht
hat es in den 70er, 80er Jahren angefangen zu kriseln, die ganze Geschichte. Ich habe es persönlich jetzt nicht erleben müssen, aber ich habe es schon wahrgenommen, dass es so immer schwieriger wurde, das Geschäft. Dein Vater war der letzte Geschäftsführer, hat das quasi in dieser Phase betreut und hat dann auch quasi das Decrescendo gemanagt. Also er hat tatsächlich Insolvenz anmelden müssen, sage jetzt Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, unmittelbar ein paar Jahre nach dem 100-jährigen Jubiläum der Firma, und hat dann die Firma selber an einen langjährigen Geschäftspartner, eine Großdruckerei in Italien, verkauft, hat müssen auch das eigene Haus verkaufen, also sozusagen das Vermögen war mehr oder weniger weg. Aber er hat immerhin das Archiv behalten, das Postkartenarchiv, das konnte er behalten, das hat niemanden interessiert, diese Druckerei war an den alten Fotografien aus den 60er oder 50er Jahren überhaupt nicht interessiert. Also das durfte er behalten, samt den schönen alten Holzkästen, wo die ganzen Schubladen waren und die Dinger drin waren. Also es sind übrigens primär negative und Glasplatten und nicht so sehr ausgedruckte Fotografien oder Ansichtskarten. Und ja, und die hat er dann so nach einigen Jahren an die Landesbibliothek in Bregenz weitergegeben und hat damit dafür gesorgt, dass sozusagen dieses Erbe nicht komplett verloren geht. Und so schließt sich der Kreis von Ross van Haft, nämlich eine junge Künstlerin, macht sich auf die Suche nach Bildern über Tirol und Vorarlberg, geht ins Internet und stößt auf ein Archiv mit 40.000 Bildern in Vorarlberg in Bregenz. Das ist ganz offensichtlich sozusagen der Kreis gewesen. Und man muss auch dazu sagen, Ross van Haften ist dann nach Bregenz gekommen und hat sich dann lang mit meinem Vater noch unterhalten drüber und hat versucht sozusagen ein bisschen mehr zu erfahren über die Entstehung dieser Fotografien. Ich war zum Teil dabei, deswegen weiß ich heute wesentlich mehr. Ich hätte vorher keine einzige ihrer Fragen beantworten können, wie diese ganzen Fotografien entstanden sind, weil ich habe das so am Rande wahrgenommen, habe mich aber nie näher damit befasst, nach welchen Motiven, nach welchen technischen Herausforderungen das Ganze irgendwie geschehen ist. Aber das hat sie alles abgefragt sozusagen im Gespräch mit meinem Vater und ich habe dabei eigentlich selber auch ziemlich viel erfahren über die zumindest jüngere Geschichte dieser Firma. Ja, wir kommen in unserem Vermittlungsprogramm dann nochmal auf deine Familiengeschichte zurück, nämlich du hast einen Film produziert über die Anfänge des Auszugs, über die Anfänge der Firma Rischlau. Ja, das war letztes Jahr und zwar war der Anlass die Eröffnung eines neuen Museums im Pitztal, des Steinbock-Zentrums heißt das dort und das beinhaltet aber auch ein Museum, das versucht ein bisschen die lokale Geschichte des Tales wiederzugeben und auch die haben in der Vorbereitung die Geschichte der Geschwister Lentsch entdeckt und haben mich gefragt, ob ich mich damit beschäftigen könnte. Und ich habe diesen Film produziert, indem ich sozusagen eine Art persönliche Spurensuche inszeniert und nachgebildet habe auf den Spuren dieser Geschwister Lentsch mit der Basis dieser Autobiografie, aber auch mit dem Versuch, ein bisschen rauszukriegen, was ist denn daran noch heute nachvollziehbar, was ist wirklich belegbar und wo bleibt dann sozusagen die Geschichte einfach nebulös, aber ist eine persönliche Spurensuche gewesen, die wir sozusagen quasi filmisch begleitet haben. Danke, Markus Barnay, für dieses spannende Gespräch, für diesen tollen Einblick in diesen Hintergrund, auf dessen Basis diese Ausstellung entstanden ist. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir ein reichhaltiges Vermittlungsprogramm haben. Im Rahmen der Ausstellung gehen Sie auf unsere Website www.insitu.at. Die Galerie ist jetzt auch geöffnet und Sie können die Ausstellung vor Ort anschauen. Ich glaube, wir sind uns einig, das sind Bilder, die man, glaube ich, wirklich direkt mit der Nase davor betrachten muss. Es fotografisch, filmisch vermittelt sich schwerlich quasi diese Übertragung der Gegenstände auf die Wand. Ist eigentlich überhaupt nicht möglich, weil man entdeckt da, wenn man näher geht und hier direkt davor steht, so viele Sachen, die kann man gar nicht wiedergeben fotografisch, egal ob jetzt im Netz oder im Buch oder sonst wie. Es ist tatsächlich das Erlebnis nochmal ein ganz anderes, wenn man das unmittelbar vor sich sieht. Also ich glaube auch in dem Fall muss man in die Ausstellung gehen und kann es anders gar nicht wirklich voll wahrnehmen, was da zu sehen ist.
Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf unsere Katalogproduktion. Zu jeder Ausstellung entsteht ein zweisprachiger Katalog auf Deutsch und Englisch mit den Bildern der Ausstellung, mit spannenden Interviews und Hintergrundberichten. Auch ein Text von Markus Barney befindet sich im Katalog. Wenn Sie uns besuchen in der Ausstellung, können Sie den gratis mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen im Rahmen einer Vermittlungsarbeit, einer Führung oder einer Fotosoundproduktion, wo der Lautenist David Bergmüller zu Bildern der Ausstellung improvisieren wird. www.insitu.at